Hallo Pilzfreunde, heute gibt's mal ein ganz kleines und wirklich ganz spontanes Video von mir. Ich bin heute mit Familie ein bisschen im Brandenburgischen unterwegs und wir haben uns ein paar Sachen angeschaut und jetzt sind wir hier ein bisschen bei einer Rast. Wir haben hier einfach mal an einem Kiefernwald angehalten, gehen hier natürlich ein bisschen ab und schauen, was es hier so an Pilzen gibt. Und ja, das will ich euch einfach mal zeigen. Ich bin hier wirklich ganz überrascht. Hier oben in diesen sandigen Kiefernwäldern gibt es natürlich ein etwas andere Pilzarten als bei uns zu Hause in den Fichtenwäldern. Und was hier ganz typisch ist, sind Graustieltäublinge. Und jetzt zeige ich euch mal was. Hier steht nämlich wirklich alles voll. Das meiste sind orangerote Graustieltäublinge. Schaut einfach mal. So, schaut euch das mal an. Hier sind wirklich die schönsten Exemplare. Und ich kann hier gehen und gehen. Hier stehen wirklich, wirklich alles voll. Das ist alles der orangerote Graustieltäubling. Also man kann hier wirklich gehen. Die Stelle hier ist wirklich verrückt. Das ist auch mal ein wirklich richtig, richtig schöner Täubling. Mal ein roter Täubling, der auch essbar ist. Man muss hier ganz tief in das Moos fassen, weil die Stiele sind hier sehr lang, sitzen ganz tief drin. Schaut euch den mal an. Sieht er nicht wunderbar aus? Also ein ganz fester, junger, wunderbarer, mild schmeckender Täubling und ein wirklich guter Speisepilz. Ich schaffe den mal jetzt zum Körbchen und da zeige ich euch mal, was schon drin ist hier. Schaut euch das mal an, ist das nicht verrückt? Der ganze Korb ist schon voll und hier steht immer noch der ganze Wald voller Pilze. Und hier am Rand habe ich einen Pilz gefunden, der kommt bei uns nun wirklich überhaupt nicht vor. Also das ist der Reifpilz oder auch Zigeuner genannt. Ein Pilz, der eben bei uns zu Hause überhaupt nicht vorkommt, also vor allen Dingen hier in den sandigen Kiefernwäldern ganz typisch ist. Und da freue ich mich riesig, weil das ist natürlich auch ein ganz feiner Speisepilz, aber den muss man wirklich richtig gut kennen. Ein paar Pfifferlinge sind auch dabei. Wie gesagt, der Korb ist schon richtig knallig voll und wir schauen uns jetzt hier immer noch ein bisschen weiter um. So, hier im Moos versteckt sich noch ein Reifpilz. Ich zeige euch den mal, den hole ich hier raus, ganz jung und knackig. Ganz feines Exemplar. Auf die bin ich besonders gespannt. Also die wachsen, wie gesagt, bei uns überhaupt nicht. Und da freue ich mich ganz besonders drüber. So, ich gehe hier immer noch mal ein Stück weiter und alles steht immer noch voll Täublinge. Hier sind natürlich eine ganze Menge dabei, die schon zu groß und zu alt sind. Ja, die hier sind völlig hinüber. Aber immer wieder die feinsten, schönsten, kleinen, knackigen Exemplare dabei. Hier ist auch eine wunderbare Gruppe. Schaut euch die mal an. Hier oben ist eine Pfütze Wasser drin und darunter hier im Moos verbirgt sich einer. Der sieht natürlich ganz toll aus, wieder mit so einem langen Stiel. Ganz feine Sache. Seht euch das mal an. Hier wieder ein richtig dicker Täubling. So ein Exemplar. Knackig, wunderbar, ganz fein. Also das ist fast nicht zu fassen, was hier an Mengen steht. Unglaublich. So, hier zeige ich euch mal einen älteren Reifpilz. Hier ist der Hut schon aufgeschirmt, den könnt ihr euch hier mal anschauen. Und ich lege mal hier daneben gerade geerntet einen ganz jungen, der im Moos versteckt war. Also auch die stehen wirklich massig hier. Wir müssen mal gucken, wie viel wir mitnehmen, was wir uns aussuchen, weil der Korb ist schon übervoll. Wir haben noch unseren Leinenbeutel mit, da kommen auch noch ein paar rein, weil sowas findet man wirklich nicht alle Tage. So, jetzt zeige ich euch nochmal, wie hier die Reifpilze stehen. Also hier zwei Stück. Ich gehe hier ein Stückchen rüber. Hier ist ein älteres Exemplar, der ist schon größer. Ich gehe noch hier mal ein Stück. Ja, der ist wieder kleiner. Der sieht natürlich prima aus. Den werde ich mal rausholen. Der Stiel ist hier ganz krumm, der sieht ja lustig aus. Also auch der kommt natürlich mit in den Korb. Wunderbar. Wahnsinn, was hier steht. Jetzt gehe ich hier nochmal ein bisschen rum, um nochmal die Täublinge euch zu zeigen. Also hier sind zwei, die sind alle schon recht groß. Die lassen wir einfach stehen, weil wir können es uns wirklich aussuchen. Na, der hier wäre ohnehin nichts mehr. Aber wir können es uns wirklich aussuchen. Nehmen nur die kleinen, knackigen, die also noch ganz kugelig sind. Die nehmen wir mit.
Die anderen lassen wir alle stehen. Hier sind die nächsten. Hier ist wieder einer. Und hier drüben der. Ja, also den könnte man natürlich mitnehmen. Aber wie gesagt, wir beschränken uns jetzt einfach mal auf die wirklich kleinen, kugeligen. Die kommen noch mit. Ich zeige euch einfach jetzt mal, wie hier der Wald aussieht. Also das ist hier wirklich ein reiner Kiefernbestand. So sieht's aus. Und hier ist so ein fantastisches Pilzreich. Ja, auch Ungewöhnliches findet sich bisweilen im Wald. Schaut euch mal hier an. Hier hat jemand einen Schuh liegen lassen. Den hat er verloren. Und hier wächst überall schon Moos raus. Ja, das sieht ja wirklich verrückt aus. Also wer einen Schuh vermisst, kann sich bei mir melden. Ich habe mal hier die Daten für jemanden, der den Schuh wiederfinden will, bekommt die von mir, sollte mich anschreiben und dann sage ich ihm, wo dieser Schuh liegt. Hier ist ja so ein bisschen ein Weg und hier den gehe ich mal entlang, weil ich euch das hier noch mal zeigen muss. Es ist einfach unglaublich. Also hier schaut euch mal den an. Wirklich ein ganz feines, ganz kugeliges Exemplar. Ja, sowas nehmen wir mit. Der kommt auf alle Fälle noch mit. Jetzt gehe ich mal hier weiter, zeige euch das mal. Also hier ist der nächste, hier ist wieder einer, hier drüben, also hier steht wirklich alles voll, der ist natürlich hinüber, hier ist wieder einer und so geht das hier den ganzen Weg, so geht das den ganzen Weg. Also hier wirklich die schönsten Exemplare, man kann sich hier wirklich nur beschränken, muss sich einfach aussuchen, hier wieder ein ganz kleiner, der sieht ja auch toll aus. Hier oben auch noch ein ganz kleiner kugeliger im Moos versteckt. Wie gesagt, so geht es hier einfach weiter. Man kann hier diesen Weg gehen, das ist wirklich verrückt. Wirklich verrückt. Also hier auch mal ganz alte Exemplare dabei. Ja, also auch welche, die hier völlig hinüber sind, matschig geworden. Genauso schöne wieder dabei. Es ist einfach nur ein Traum. So, jetzt zeige ich euch noch mal was, was wir jetzt gefunden haben. Ein Steinpilz. Aber ich muss sagen, der fässt sich doch ganz weich an. Der bleibt hier stehen, ist nicht mehr so schön, aber natürlich trotzdem eine schöne Sache. Also das ist hier wirklich ein Pilzparadies. Ich schwenke hier noch mal ein bisschen rum. Also es ist einfach unglaublich, was hier wächst. Ich habe ja schon viel erlebt, aber das ist wirklich wieder ein absoluter Höhepunkt. Also hier kann man überall gehen. Die Täublinge stehen hier überall. Also guckt euch den mal an. Was für ein Gerät, ein Apparat und fässt sich wirklich fest an, bleibt aber hier. Wir müssen jetzt wirklich aufhören mit Sammeln. Wir könnten hier noch ewig gehen. Also Leute, wenn es ein Täublingsparadies gibt, dann ist das definitiv hier, dieser Wald. Es ist wirklich verrückt. Es hört hier einfach nicht auf. Wir sind jetzt hier langsam auf dem Rückweg wieder zum Auto. Wir sind ja gar nicht weit gegangen. Wir laufen jetzt hier eine Viertelstunde herum. Das Auto sieht man immer noch, steht nicht weit weg, aber es hört einfach nicht auf. Also jetzt sammeln wir auch nichts mehr ein. Wir schauen uns bloß noch die Pilze an und freuen uns einfach dran. Das ist ja wirklich verrückt. Also hier wieder so ein bisschen ein Wegstück. Also auch hier überall. Ja, das erlebt man wirklich nicht alle Tage. Also solch ein Massenvorkommen von so einer Pilzart. Also von dieser Pilzart habe ich noch nie erlebt. Ist aber hier oben vielleicht nichts Besonderes in den Kiefernwäldern. Aber andere Sachen habe ich natürlich auch schon in Mengen gefunden. Also ich glaube, der ist so schön. Der kommt noch mit. Den nehme ich noch mal raus. Aber das ist wirklich, denke ich, der letzte für heute. Also den noch mal hier zum Zeigen. Ganz wunderbar. Einfach nur fantastisch. Hier steht mal zur Abwechslung was anderes. Das sind Pfifferlinge. Also die sind natürlich auch ganz typisch hier für den Kiefernwald. Und die nehmen wir natürlich noch mit. Ja, ist doch noch wieder was zu finden, außer Täubling. Hier steht mal eine schöne Marone. Ja, auch mit denen geht es jetzt überall los. Also die sieht natürlich auch ganz wunderbar aus. Sehr fein. Also hier kann ich natürlich diesen Pilz nicht stehen lassen. Der kommt mit. Ja, wunderbar. Ein tolle Pilzecke hier. Und ganz zufällig gefunden, einfach nur mal rangefahren, um Pause zu machen. Fantastisch. Ja, Pilzfreunde, wir werden die Runde jetzt hier beenden. Wir waren hier keine halbe Stunde unterwegs und
Es ist so unglaublich viel an Pilzen hier zu finden, aber wir hören jetzt wirklich auf, wir müssen uns zusammennehmen. Es bringt ja nichts, wir haben jetzt schon mehr als genug gefunden, mehr als wir verarbeiten und verschenken können. Da freuen sich sicherlich ein paar Leute drüber, denke ich mal. Das ist natürlich fantastisch. Also wir sind hier in dem Wald, wie gesagt, hier geht eine Bundesstraße durch. Also hier stehen auch immer wieder Autos an den Straßenrändern, sicherlich Pilzesammler, davon muss man ausgehen. Aber die Täublinge hier scheint wohl niemand zu sammeln, die interessieren wohl niemanden. Und dabei sind das solch fantastische Speisepilze. Aber so kann es manchmal gehen, einfach mal so ein spontaner Halt, mal eine kleine Rast und dann solch eine Überraschung erlebt. Also, das war heute mal ein ganz kurzes, spontanes Video, aber das wollte ich euch einfach hier nicht vorenthalten, dieses tolle Pilzparadies, dieses Täublingswunderland, kann man sagen, ganz fantastisch. Also, es gibt auch hier natürlich wieder einen Blick in den Korb. Den Korb haben wir glücklicherweise mitgehabt, den habe ich immer mal im Auto liegen. Also, wie gesagt, zum Schluss gibt es wieder und wie gewohnt den Blick in den Korb. Ansonsten verabschiede ich mich an dieser Stelle von euch und vielleicht sehen wir uns in meinem nächsten Video wieder. Tschüss!